Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zu euch zu einem weiteren Dave the Diver Stream. Beim letzten Mal hatten wir einen Walkalb gerettet und heute kriegt unser einer Gast jetzt hoffentlich mal endlich sein Moränen-Curry. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt genügend Moränen? Wenn nicht, muss ich einmal eben kurz nachtauchen. Mancho, ich habe ein großes Erdbeben gespürt. Ist bei dir alles in Ordnung? Ach ja, und am Ende des letzten Streams gab es ein Erdbeben. Ich habe einige Maßnahmen gegen Erdbeben ergriffen, nachdem es das letzte Mal kollabiert ist. Aber ich bin mir nicht sicher, wie lange es in einer Reihe starker Erdbeben standhalten wird. Sind alle okay? Dr. Bacon. Ich kam gerade vorbei und wollte mich vergewissern, dass es dir gut geht. Nun, es scheint, als ob es allen gut geht. Dave, was ist mit dem Seevolk? Gibt es da irgendwelche Probleme? Die Hitze des Bodens lässt das Eis des Seevolksdorf langsam schmelzen. Und viele Seevolkbewohner sind deswegen krank geworden. Ich muss nach unten und die Ursache im Gletscherbereich zu finden, der eigentlich die Hitze abhalten soll. Aber es scheint dort unten unheimliche Monster zu geben und ich fühle mich nicht sicher. Das klingt nach Ärger, Dave! In einer Ausrechnung zufolge ist das Seevolk sehr anfällig für Temperaturschwankungen. Du solltest so schnell wie möglich zum Gletscherbereich rüber und dir ausfinden, was dort passiert. Es wäre eine Ehre, sich für das Seevolk zu opfern, auch wenn das bedeutet, dass man erfriert. Wie bitte? Ganz egal, darüber können wir uns morgen Gedanken machen. Heute schlemmen wir und haben eine lustige und glückliche Zeit. Ja, klingt vertretbar. So, muss ich einmal für unser Sushi tauchen gehen? Ich gucke einfach direkt, ob Moränen-Sushi. Moränen-Curry. Ja, ich muss erst einmal nachtauchen gehen. Hier geblieben. Eine Weißgarnele. Irgendwie ist hier jetzt gerade tot der Huse. Ja, Quallen gab es ja auch bei Nacht. Aber ich habe jetzt gerade mein Fangnetz nicht dabei. Ich will es ja eigentlich gar nicht fangen, ne? Ich wollte es nur wegmachen, damit es mich nicht nerven kann. Da ist schon der erste Hai. Er sagt Hallo. Wir suchen aber eigentlich eine Moräne. Wir brauchen ja eine fürs Moränen-Curry. Oh, unsere Katze kriegt wieder Katzenfutter. Aber leider nicht das Gute. Da ist unsere Moräne. Aber erstmal muss der Hai weg. Ah, okay, ich kann euch auch beide treffen, wenn ich gut ziehe. Mann, du doofer Feuerfisch, nervst gerade. Mehr. Ein Problem schon mal gelöst. Der hat doch durch dich durchgeschossen. Kalmar.
Er ist auch aggressiv. Oh, kann ihn so nicht mitnehmen. Toll. Kann ihn nur töten. Wie viel hältst du denn aus? Ich muss direkt meine Harpune verbessern. Ah, da, ich muss bestimmt Tasten drücken. Und das auch noch ganz schnell. Nix hier mit Flucht. Ein Humboldt-Kalmar war das. War aber nur halb so schlimm, als der mich gerade gegrapscht hatte. So, ich habe nochmal richtig viel gefunden. 99 Sachen habe ich mitgenommen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Zeit, Geld zu machen. Nicht vergessen, mindestens ein Moränenöri kommt auf die Speisekarte. Ach, Eco-Watcher können wir auch noch was abgeben. Rosafarbene Muscheln. Seegras. Die Fußknochen. Noch mehr Muscheln. Seetang haben wir mittlerweile richtig viel. Ich nehme es halt auch immer mit, ne? Weil es wiegt halt nichts. Bestimmt der Oktopus auf jeden Fall. Ja, dieser Humboldt-Kalmar. Ist bestimmt was wert. Aber ich hatte auf jeden Fall recht, ne? Hier unten bei den Viechern ist egal. Die gibt es nur in Tag-Version. Weil ich tiefer gar nicht kann. Ich habe aber noch nicht alle Tagesviecher gesehen. Der Humboldt-Kalmar, der ist so schon 145 wert und ich kann ihn noch verbessern. Das ist unglaublich. Das ultimative Sushi, Leute. Diese Sequenzen sind immer ein Genuss. Also diesen Humboldt-Kalmar, den müsste ich öfters fangen. Der ist so verdammt teuer. So, ihm bringe ich jetzt zuerst sein Gericht. Und da wird wahrscheinlich eine Sequenz kommen. Das war gerade eine schöne Szene. Er schmeckte offenbar wie in seiner Kindheit. Ich freue mich für ihn. Das ist genau der Geschmack, an den ich mich erinnere. Oh, ich bin froh, dass es dir schmeckt. Das Essen weckt Erinnerungen. Einmal wurde ein junger Mann, der mit seiner kranken Mutter in meinem Dorf lebte, von einer Muräne gebissen, sodass sie nicht mehr ins Meer konnten. Ich war damals 12 Jahre alt. Und begab mich in die pechschwarze Dunkelheit, um dem Moränen eine Harpune in die Kiemen zu jagen. Ich brachte ihnen die tote Moräne und die Mutter bereitete mir zum Dank einen Moränen-Curry zu. Der Gedanke an den freundlichen Blick dieser Frau treibt mir in Tränen in die Augen. Auf jeden Fall danke für das Kochen. Das war fantastisch gekocht. Ich hab's nicht gekocht. Nur zur Info. Ach ja, ich sagte ja, dass ich dir etwas Nettes erzählen würde, oder? Das hätte ich bei all der Nostalgie fast vergessen. Besuche mich auf dem näheren Grundstück hinter diesem Gebäude.
mache ich, aber erstmal muss ich hier bedienen. Ich lauf. Aber ich bin leider nicht so schnell. Ja, wenn es direkt hier vor mir ist, kann ich es ja auch machen, ne? Ich glaube, das ist der letzte Gast. Ich komm schon. Hier, Madame. Ich glaube, ich hätte sogar noch ein bisschen runtergehen können von dem ganzen Zeug. Wir sind ein 5-Sterne-Restaurant mittlerweile. Oh, wie? Dr. Bacon? Haha, der Wind ist nachts immer kühl und angenehm. Das nüchtert mich auf. Okay, da piept was. Der Radar des Seevolks hat etwas entdeckt. Aber das kommt nicht vom Wasser. Wie? Ich werde das einfach mal als Sequenz an. Ich empfange Signale aus dieser Höhle. Diese Höhle sieht nicht natürlich aus. Eine Untersuchung wert. Oh, ich bin Dr. Bacon. Auftrag abgeschlossen, betritt die Höhle. Welche Überraschung, ein Wandbild an so einem Ort. Nun, ist ganz anders als die Wandbilder des Seevolks, die ich im Meer gesehen habe. Lass es mich genauer anschauen. Ein Bild vom Seevolk zusammen mit Menschen, ist das wirklich passiert? Menschliche Kinder und Kinder des Seevolks. Die spielen miteinander, oder? Seevolk und die Menschen waren früher offenbar gut befreundet. Das Seevolk gibt hier ein paar leuchtende Früchte an Menschen vielleicht. Dann gibt es ein Gerät und ich glaube, ich habe einige dieser Buchstaben auf dem Wandbild gesehen. Warte mal. T mit Strichen unten? Meerjungfrau? Japanisches Zeichen. Das brauche ich ganz rechts. So richtig? Die Tür ist offen. Er schaut dunkel und gruselig aus, aber ein Archäologe würde sich so eine Chance nicht entgehen lassen. Schauen wir mal, was drinnen ist. Das sieht grausam irgendwie direkt schon aus. Dieser Ort. Schau dir all diese Knochen und Folterwerkzeuge an. Ich muss zunächst das Wandbild auf der Rückseite untersuchen, um einige Hinweise zu finden. Das ist eine Truhe. Kann ich die öffnen? Nee. Weil das sieht aus, als ob hier was Grausames passiert ist. Die Menschen sind scheinbar zusammengebrochen, nachdem sie die Früchte gegessen hatten. Die Früchte sind also nicht essbar. Die Menschen haben das Seevolk gejagt. Scheinbar wurden viele von ihnen getötet. Wahrscheinlich als Rache dafür, dass sie diese giftigen Früchte gebracht haben. Das ist also passiert, hm? Menschen könnten in Harmonie mit dem Seevolk leben, wenn es nicht zu kleinen Missverständnissen käme.
Ich sollte zunächst dieses Artefakt für weitere Untersuchungen heranziehen. Martin-Gerät des Seevolks. Es wurde vom Seevolk scheinbar extra für Menschen hergestellt. Es ist uralt, aber auch hochwertig. Wow, das sieht nach einer Art Artengerät aus. Gleich ein Seevolk-Gerät, das für Menschen gemacht ist. Was ist dieser Lärm da draußen? Doch, wer ist das? Warum ist er hier? Piraten, was tun die hier? Plündern? Zurück zum Boot. Ich glaube nicht, dass das noch klappt. Es ist unser Revier. Gib uns alles, was du hast, sofort. Die werden mich nicht so einfach gehen lassen, wenn ich jetzt innehalte. Schnell weg hier. Okay, jetzt, ich muss aufpassen. Kann ich sie vielleicht in die Felsen lotsen? Nee. Die sind schlau genug, dem Felsen auszuweichen. Warte mal gegen die Felsen, die sind wunderschön, glaubt mir. Aua. Wenn es so weitergeht, habe ich gleich Dr. Bacon auf dem Gewissen. Erneut versuchen. Dr. Bacon, Sie schaffen das. Das ist unser Revier. Ja, das kennen wir schon. Wenn, auf diese Linie achten, dann weiß ich, die wollen mich abschießen. Dieses Ausrufezeichen sagt mir Stein voraus. Warum ist das? Warum kann ich nicht sehen, wo der auftaucht? Ich habe das Gefühl, die schießen immer, wenn ich stillstehe. Gut, sie hatten einen Unfall. Ich wäre ja fast umgekippt. Ich muss dieses alte Grund des Seevolks genau untersuchen. Leute. Dr. Bacon kann weiterleben. Könnchen sagte, ich soll mit zu warm im Dorf sprechen. Ich sollte nachschauen, ob es irgendwelche Aufgaben für mich gibt und dann zum Seevolk-Dorf gehen. Sind wir Kapitel 5, zugefrorene Passage. Hey, dein Foto ist angekommen. Da freut mich zu hören. Ist schon angekommen, dass mein Chef mir eine Aufgabe zuweisen will. Ich ein gutes Bild wie die bisherigen bringe. Ich habe ein Angebot für dich. Willst du mich in dich mir anschließen und ein unvergessliches Foto schießen? Und was willst du fotografieren? Weißt du etwas über Mantarochen? Ja, natürlich, sie gehören zu den größten ihrer Art. Ich habe eine dieser majestätischen Kreaturen hautnah gesehen. Großartig, ich will ein Foto von ihm machen. Was denkst du? Alles klar, du hast mich überzeugt. Aber. Sie sind nachtaktiv. Daher müssen wir sie nachts suchen. Und wir brauchen Köder, um sie einzulocken. Ich werde meine Ausrüstung vorbereiten. Könntest du in der Zwischenzeit einen Köder finden? Ich weiß nicht, was Mantarochen fressen. Aber ich werde es in Handumdrehen rausfinden. Ich sehe auf dich. Gib mir Bescheid, wenn du den Köder hast. Was will man da auch fressen?
Eigentlich die beste, wenn es um Ökologie geht. Vielleicht sollte ich sie anrufen. Also muss ich noch mal eine Nachfahrt machen. Hast du gut geschlafen? Gestern habe ich dir gesagt, ich würde dir etwas Gutes erzählen. Nimm dein Boot und komm hinter das Restaurant. Okay. Ich kann gerade gar nichts anderes machen, übrigens. Oh, eine Fischfarm. Wow, was ist das für ein Ort? Ich sehe schon, du hast hart gearbeitet und täglich neue Fische gefangen. Ich habe eine Fischfarm gebaut und bin gestern nach nur einem Tag fertig geworden. Oh, du hast nur einen Tag gebaut? Jedenfalls, hier kann man Fische sehen und die auch vermehren lassen. Ich erkläre dir alles Schritt für Schritt, also hör gut zu. Komm mir erst einmal mit zum ersten Abschnitt. Fischfarmen müssen ihren Fischen die richtige Umgebung bieten. Jeder Abschnitt beinhaltet die Fische aus verschiedenen Meerestiefen. Hier kann man züchten, die in Tiefen zwischen 0 und 50 Meter leben. Jeder Abschnitt bietet nur begrenzten Platz. Und wenn die Dichte 100% erreicht, passen keine Fische mehr hinein. Du kannst den Platz auch vergrößern. Gegen etwas Geld natürlich. Jeder Abschnitt ist mit einer Kamera überwacht, also kannst du hineinschauen. Folge mir nun. Okay. Toll, oder? Ich habe schon ein paar Fische für dich hinzugefügt. Wow, das ist wie ein Aquarium. Ja, allein schon der Anblick des Wassers hat etwas Beruhigendes. Und das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck einer Fischfarm. Ich zeige dir, wie man sie am Stück für Stück herausnimmt. Pass auf. Fische aus der Fischfarm können direkt zu Banjo Sushi geschickt werden, wo sie als Zutat verwendet oder direkt verkauft werden können. Wenn du einmal keine Fische fängst, weil du mit anderen Abenteuern beschäftigt bist, keine Sorge. Aber wie fügen wir der Fisch neue Farm neue Fische hinzu? Die Farm ist schließlich bereits tot. Gute Frage. Du kannst Fische der Farm hinzufügen, indem du Fischeier sammelst. Wenn du Fische lebend fängst, bekommst du manchmal auch Fischeier. Die Eier werden automatisch hergeschickt. Ach, und noch eine Sache. Wenn zwei oder mehr derselben Art hast, können sie sich auch vermehren. Wow, ich verstehe. Ich habe 12 Fische hineingesetzt. Das Ergebnis solltest du morgen sehen können. Komm morgen wieder. Wenn du Fische fängst, erhältst du manchmal Fischeier. Diese können in der Fischfarm ausgebrütet werden. Wenn die Jagd keine Lösung bietet, versuch es mit den Zutaten aus der Fischfarm. Ich kann momentan hier nichts machen. Ach guck mal, hier gibt es auch ein Becken speziell nur für Nachtviecher. Wenn ich es richtig sehe. Dave, hast du die E-Mail gelesen, die du gerade bekommen hast? Ja, hier steht, dass es bald eine Thunfischparty geben wird. Genau, und Thunfisch ist der beste Freund von Sushi. Wir können sie mit gutem Gewinn verkaufen. Ich habe schon lange keinen blauen Thunfisch mehr im blauen Loch gesehen. Jetzt beginnt die Thunfisch-Saison. Mit dieser Party können wir ein Vermögen verdienen. aber ist es nicht schwer, Thunfisch zu fangen? Ich habe gehört, dass sie sehr schnelle Schwimmer sind. Deswegen sind es so wichtig. Im Nachmittag bringe ich ein Gerät mit dem man Thunfisch fangen kann. Ich sehe dich dann später. Okay. Ellie will angerufen werden. Wie geht's, Mister? Weißt du, was Mantarochen fressen? Ich weiß, was Mantarochen fressen. Oh, wirklich? Sie ernähren sich nachts von Plankton, würsten nachts etwas ab, das Leuchten des Plankton anlockt. Und sie werden kommen. Du wirst 5 Seetang gebrauchen, um Plankton anzulocken. Huch, der Köter ist aus Seetang gemacht? Nicht unbedingt, aber es funktioniert. Bring mir einfach welche. Oh, du hast es. Jetzt tippe hier ein. Oh, ich habe Eko-Punkte bekommen. Hey, das hat nichts mit dem Köder zu tun. Oh, sei nicht enttäuscht. Tada, die Köderkapsel. Oh. Wirf diese Köder einfach aus und du lockst das gesamte Plankton in der Region an. Er ist aus hochwertigen Zutaten hergestellt. Dann auf Wiedersehen. Ich habe jetzt einen Köder. Ich sollte Udo davon erzählen. Das muss der Köder für Mantarochen sein. Löscht das Wasser im Mund zusammen. Nur Spaß. Wie auch immer, ich muss mich darauf vorbereiten, nachts Fotos zu machen. Ich rufe an, wenn ich fertig bin. Und noch eine Mission. Wo finde ich überhaupt diese verdammten Thunfische?
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich nehme es mal mit. So, Eidiver. Ich brauche auf jeden Fall einen besseren Anzug. Das ist ja klar. Level 6 ist auch Maximum für den Anzug. Ich habe wahrscheinlich die absolut maximale Tiefe damit. Also tiefer tauchen geht damit nicht. Und ich habe nur noch 300 übrig. Perfekt. Aber hey, was Tauchen angeht, maximale Tiefe, brauche ich mir schon mal keine Sorgen mehr machen. Kann ich irgendwas upgraden? Wenn du die Waffenvariante herrschst, wird die Waffe in der aufgelisteten Material... Der hat einfach gedrückt. Mal wieder. Ja, ich kann die verbessern, ne? Ich sollte aber eins meiner Scharfschützengewehre eventuell verbessern. Ja, dass ich hier mal das Blitzscharfschützengewehr habe. Das wäre ganz praktisch für mich. Kann ich für die Nacht gebrauchen? Ich muss ja einmal wieder nachtauchen gehen. Oh, Waffenschimmel. Waffenschmied. Waffe dreimal verbessert. Da steht Waffenschmied und ich lese Waffenschimmel. Ich müsste 1200 zusammen mal bekommen. Dann hätte ich wenigstens die maximale Netzkanone. Die Seile habe ich ja. Seile brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr sammeln, oder? Wenn ich es richtig sehe. Nee. Scheinbar brauche ich es wirklich nicht nochmal sammeln. Okay, ich kann Seile ab sofort liegen lassen. Ist übrigens interessant, dass ich manche Waffen verbessern kann und andere wiederum nicht. Sehr sexy. Bei mir hat es gerade bei OBS gerade komplett übersteuert. Übersteuert das auch im Stream gerade? Dave komplett erledigt da im Hintergrund. Neuer Hai! Und der ist ultra schnell! Warte mal. Hier! Willst du damit spielen? Um Gottes Willen, ich brauche erstmal Luft. Ich muss erstmal flüchten, ich habe kaum noch Luft. Ich muss erstmal irgendwo Luft finden, aber den Hai, den sammle ich gleich ein. Da haben wir welche. Puh. Der Hai ist irre schnell. Aber der war vorher auf jeden Fall nicht ein einziges Mal da. Das Hai ist, es sind auf jeden Fall neue Fische unterwegs. Kann sein, dass es den Thunfisch einfach vorher gar nicht gab.
dass der erst kapitelbedingt freigeschaltet ist. Alter, der ist mir bis hierhin gefolgt. Warte, ich öffne einmal kurz die Kiste und hoffe auf eine Schusswaffe. Na, kann ich auch mitarbeiten. Alter, der ist so verdammt schnell. Das macht dann ja schon Angst. Was ist das für ein Hai? Drescherhai. Genau das hat er auch getan. Mich verdroschen. Aber cool, dass noch im Nachhinein noch ein paar Sachen dazukommen. Scheiß Sepia. Oh, eine echte Holzmakrele. Die hatte ich vorher offenbar noch gar nicht. Ah, Mimas Restaurant hat eröffnet. Lange nicht gesehen, Dave. Ich wollte dir erzählen, dass ich wieder ein Gast in der Gastronomie bin. Aber ich konnte deine Nummer nicht finden. Das berühmte Lokalgericht des Dorfes. Mimas Seetang-Taschen. Der Teig ist fest genug, um auch in Flüssigkeiten seine Form zu behalten. Du solltest sie probieren. Wie soll ich das unter Wasser essen? Warum probierst du jetzt nicht eine? Ich mache eine ganz besondere für dich. Ich bin immer für leckeres Essen zu haben. Eventuelle Sequenz? Erhöht den Basisschaden einer Harpunenkanone um 10%. Wie soll ich es unter Wasser essen? Okay, der Effekt verschwindet, sobald man das Wasser verlässt. Aber man kann sich so gesehen hier einfach einmal boosten. Für ein bisschen Geld. Wow, das ist super lecker. Ich bin voller Energie. Oh, das ist nicht nur ein Gefühl, sie gibt dir tatsächlich Energie. Jede Teigtasche hat eine andere Füllung. Such dir eine aus. Oh, und der Effekt der Seetang-Teigtaschen lässt nach, wenn du das Wasser verlässt. Komm vorbei, wann immer du einen Effekt brauchst. Wir sehen uns, Dave. Dafür holt man sich das Unterwassergeld, okay. Mimas Teigtaschen können zweimal täglich bestellt werden. Einmal morgens und einmal nachmittags. Teigtaschen haben einen besonderen Effekt, der anhält, bis du das Wasser verlässt. Der Effekt wird auf dem Pausenmenü angezeigt. Wo wird er angezeigt? Ich suche gerade. Ach, da! An meinen Typen. Ich darf jetzt nicht nochmal bestellen. Nicht an den Spiegel gehen, Shining. So, deine Statue kann repariert werden. Oh, du bist zurück. Mein Freund wollte etwas, das wir gut gebrauchen können. In dem Fall bitte fang gleich mit deiner Arbeit an, Dave. Muss ich dafür vom Beluga runter? Perfekt verklebt. Ich sehe keine Stelle, die ich übersehen habe. Bisher. Da ist nicht so ein Riss. Da ist gerade nicht noch ein Riss entstanden. Gut, perfekt meinst du wohl. Wow, sie sieht so gut wie neu aus. Oh, das Anklima hat ziemlich gut funktioniert. Ich danke dir sehr, Dave. Wir alle werden dies nie vergessen. Warum gibt es hier bloß immer diese Beben? Und die Abstände zwischen ihnen werden immer kürzer. Oh, König Long, bitte beschütze unser Dorf. 100 bei. Gern geschehen. So, hier. Mein Knochen wurde geliefert. Moränen vernichten, Seespinnen vernichten.
Und wieder die Schiffsboot schnicken. Die kann ich sogar direkt liefern. Ach, die Kinder wollen schon wieder was. Wo könnte Mero hingegangen sein? Hm, stimmt etwas nicht? Oh, Mensch, was eigentlich? Mero ist verschwunden. Ich bin mir sicher, dass Mero zum Unterwassersee gegangen ist, ganz sicher. Unterwassersee? Ja, das ist ein mystischer und wunderschöner Ort. Tintin hat uns davor gewagt, dorthin zu gehen, weil dort ein schreckliches Monsterhaus. Die Sache ist die... Mero hat gesagt, dass es einen Spalt gibt, durch den wir hindurch könnten. Ich bin nicht hingegangen, weil ich Angst hatte, Ärger zu bekommen. Aber ich glaube, Mero ist allein los. Was für eine Unruhestifterin. Wo ist dieser? Er ist von einer Tür verschlossen, damit niemand hineinkommt. Aber es sollte in der Nähe einen Wegweiser geben. Auf dem Wegweiser befindet sich dieser eine Art von Schrift. Bitte bring Mero zurück, denn ich wird wütend sein, wenn er es herausfindet. Okay, ich werde mich umschauen. Der Wegweiser mit der Sprache des Seevolks. Ach, nichts als Ärger machen diese Kinder. Hallo, Herr Schmied. Ja? Ich fühle mich etwas besser, nachdem ich den Korallenbrei gegessen habe. Schöne Möglichkeit. Ich habe mich gefragt, ob du Minerale für mich einsammeln kannst. Minerale? In welcher Art? Es sieht so aus. Ich brauche eine ganze Menge davon. Ist das für dich in Ordnung? Das ist opal. Wir nennen die Menschen es also. Es ist ein Mineral, das von dem Seevolk oft zur Herstellung von Waffen verwendet wird. Okay, ich glaube, ich habe welche in, der Tiefsee gesehen. Kann ich vielleicht direkt abgeben? Sion, du hast alle Materialien gesammelt. Ich schätze, ich muss mich bei dir bedanken, Mensch. Das ist doch nicht der Rede wert. Geht es dir gut? Nun, ich sollte mich jetzt auf die Arbeit vorbereiten können. Aber... Die Frucht des göttlichen Baums wird benötigt, um Mineralien zu schmelzen. Die Hitze hat sich verflüchtigt, weil ich sie zu lange ungenutzt ließ. Ich muss zum göttlichen Baum gehen und ein paar Früchte erholen. Und ich fühle mich immer noch nicht fit genug, um das alleine zu machen. Ich habe gehofft, du könntest mir helfen. Du sprichst von dem großen Baum im hinteren Teil des Dorfes, oder? Was muss ich tun? Willst du mir helfen? Ich werde dich führen. Folge mir. Oh, ich habe vergessen, mich vorzustellen, nicht wahr? Ich heiße Duva. Sicher, Duva. Gehen wir und holen uns die Frucht des göttlichen Baumes. Ah, das Licht, es blendet. Oh, aus der Nähe ist ja wunderschön. Ohne den göttlichen Baum hätte unser Seevolk nicht überleben können. Das verdanken wir König Longs Opfer. Wir sind auf ewig dankbar. Wieder machst du ein. Bring mir die Frucht des göttlichen Baums zurück. Pflück die Frucht des göttlichen Baums und lege sie in diesen Korb, den ich hier halte. Mein Körper hat sich noch nicht vollständig erholt. Also, ich kann also nicht zu lange warten. Bring mir schnell 5 Früchte zurück. 5 Früchte vom göttlichen Baum pflücken und in den Korb legen, richtig? Reicht es, wenn ich sie dir von oben reinwerf? Warum bewegst du, Penner, dich? Eine noch. Sollte ich locker schaffen. Bleib stehen. Großartig, das sollte reichen. Es wird Zeit, zur Werkstatt zurückzukehren. Ich schätze, mir geht es noch nicht gut genug zum Reißen. Wie auch immer, danke Mensch, Dave, richtig? Ich werde versuchen, die Merkschaft zu öffnen, wenn ich mich erholt habe. Gib mir etwas Zeit. Okay, du. Ich werde ab und zu vorbeischauen. Ich werde ein bisschen etwas raus. Oh, in Ordnung. Wahrscheinlich kann ich am nächsten Tag bei dem die Schmiede nutzen. Bei die Tante, die konnte ich ja auch gerade irgendwie nutzen. Der ich letztes Mal geholfen habe. So, wo war das Schild?
War das da hinten oder war das hier auf der Seite? Obwohl, war das überhaupt hier im Seevolk-Dorf? Ich weiß das gar nicht. Also ich weiß es nicht mehr. Ich guck mal, ob meine Seepferdchen gut sind. Oder ob sie auf dem Grill landen. Die Wilds könnten besser sein, aber das hier ist gut. Ich habe ein paar gute Seepferdchen. Und viele haben gerade einen guten Tag. Ich muss nur höher als 44 sein. Du müsstest es schaffen können. Gib Gas! Ins Ziel noch reingerutscht. Die anderen haben aber auch fast alles mitgenommen, was da war. Okay, hier müssen wir eins unserer guten Seepferdchen nehmen. Millimeter die Sekunde. Mir fällt diese Geschwindigkeitsanzeige jetzt erst auf. Sie hatten keine Chance. Fehlen nicht mehr viele Rennen, haben wir alle geschafft. Ich will auch die ganzen Seepferdchenrennen schaffen. Okay, hier brauche ich jetzt nicht so hohe. Nur bei einer Runde richtig Gas geben können. Ja, das war zu früh. Ich glaube nicht, kleines Seepferdchen.
Das hast du gut gemacht. Du hast es besiegt. Ich hatte keine Chance. Ist eigentlich ist es alle Kugelfische mitzunehmen. Sie sind die Feinde. Alter, da hätte ich ja noch langsamere Seepferdchen nehmen können. Ja, dann kommen ja gar nicht hinterher. Easy. Ich habe gelernt, ich kann anfangs ruhig die schlechteren nehmen. Also ruhig 2x2 schlechte. Es reicht, wenn ich mit einem richtig gut aufholen kann. Sagen wir mal, der letzte ist wieder ein schlechterer. Die sollten das eigentlich schaffen können. Mein drittes Seepferdchen wird ja hier dafür sorgen, dass ich die abhänge. Mit dem sollte ich dann locker überholen. Okay, ich brauche 2 schnelle Seepferdchen. Damit die mich nicht zu sehr abhängen. Komplett überschätzt. Teilnehmerurkunde. Okay, 2 gute. Oder sagen wir mal 2 halbwegs gute. In der Mitte ruhig 1, das ein bisschen schlechter ist. Ich sollte, glaube ich, generell nur die Tiefsee-Seepferdchen davon nehmen. Gib Gas! So, jetzt habe ich erstmal einen Vorsprung. Das eine Seepferdchen da holt sehr gut auf. Am besten, ich mache jetzt keine Fehler. Bei 1 muss gleich durchsprinten. Komm! Du bist der Auserwählte! Du schaffst das!
Wie sieht denn der eine da aus, dieser Pego? Das sah ja richtig lustig aus. Okay, hier werden die jetzt langsam stärker, die Gegner. Ich glaube, ab dem Punkt nehme ich dann nur noch die guten. Wenn ich die nur wieder rausnehmen könnte, ne? Nach dem Ende wäre das dann ja... Du bist zu scheiße, du landest auf dem Grill. Das ist ja Hindernisrennen. Bei Hindernisrennen ist meine Geschwindigkeit relativ egal. Ich vergesse das die ganze Zeit. Ja, die nehmen ja fast jedes Ding mit. Perfekt! Ich habe mal perfekt geschafft! Oh, ich habe eine Schultertaste gedrückt, anstatt springen. Aber ist ja dasselbe, ne? So früh. Und schon wieder etwas mitgenommen. Das kurz nachdem ich mich über die anderen lustig gemacht habe, ne? Bin ich Ihnen noch gut dabei? Ja. Ein Rennen können wir noch machen. Dann sind die ausgepowert. Der eine hat 60er. Der könnte ein Problem sein. Gib Gas! Ich konzentriere mich gerade, damit ich das Timing hier nicht verpenne. Die sind schnell. Ich krieg den zweiten langsam eingeholt. Okay, nur noch ein. Der gerade eben die ganze Zeit erster war, der ist jetzt hinten. Ja, gerade so geschafft. Das war jetzt ein bisschen schwerer da drin. Wir sind bei beiden Renntypen schon bei A kombiniert und S normal. Die Rennen, die haben wir bald fertig. Kann ich irgendwas abgeben? Ach, du willst Seeengel haben. Ja, hier bitte. Hätte es erst als nächstes. Na, großer Feigling. Beeindruckend, dass sie nicht weg konnten. Du bist nicht weggelaufen, Mensch. Ich, Sowam, werde dich persönlich leiten. Bleib in meiner Nähe. Da habe ich gute Erfahrungen schon mitgemacht, ne?
Das ist also die Tür zur Gästchenpassage. Das ist einfach genau nebenan. Schauen wir mal, wo ist der Schlüssel, den ich gestern gefunden habe? Okay, wenn ich ihn jetzt hier rein, den du gefunden hast. Vor allem Ding, ne? Lass mich raten, diese einen Viecher, die werden da unten zuhauf sein. Ha, gut zu wissen, dass der Schlüssel keine Fälschung war. Oh, eine Sache noch. Man kann den mittleren Weg in der Gletscherpassage direkt nach unten nehmen. Aber er muss blockiert worden sein, um die Gardons an der Flucht zu hindern. Es sollte hier irgendwo eine Vorrichtung geben, die die Tür öffnet. Durchsuche die Gegend, Mensch. Ich werde anderswo gebraucht. Wir sehen uns dann. Stirb bloß nicht. Irgendwie kann ich den Typ nicht leiden. Ich weiß auch nicht, warum. Ganz links sehe ich ein Ausrufezeichen. Ist es überhaupt auf derselben Ebene? Wo ist das Buch? Das ist Buch? Oh Mensch, schön dich zu sehen. Es gibt ein Buch, das die berühmten Worte von König Long enthält. Ich konnte es nicht finden. Ich wollte es am Abend beim Ausruhen lesen. Wo ist es? Ich erinnere mich, es ausgeliehen zu haben. Ausgeliehen? Von wo denn? Natürlich aus Niamos Tempel. Der Tempel hat viele Bücher über die Geschichte und die Lehre des Seevolks. Oh Mensch, kannst du mir noch ein Buch aus dem Tempel ausleihen, während ich mich umschaue? Es heißt, unter uns lebt mutiertes Seevolk und als König kann ich nicht einfach zusehen und muss etwas unternehmen. Band 2. Das ist ein langer Titel. Haha, es ist ein Roman, der die großen Schlachten von König Long beschreibt. Wie dem auch sei, bitte leihe das Buch für mich im Tempel aus. Ich habe mir Band 1 schon einmal ausgeliehen. Ja, man sollte es also kennen. Ja, das lässt sich einrichten. Schein von König Long. Oh Mensch, was führt dich hierher? Der Besitzer des Samenlaums sagte mir, ich sollte ein Buch ausleihen. Der Titel, er war sehr lang. Ich habe ihn vergessen. Aha, ich verstehe. Katzin liest immer so seltsame Bücher. Ja, wie wurde gesagt, du würdest wissen, welches es ist, weil es vorher schon einmal ausgeliehen wurde. Erinnerst du dich? Wenn es ein Buch ist, das Cassini ausgeliehen hat, es könnte eines dieser drei hier sein. Mein Controller hat sich gerade aus welchen Gründen auch immer einmal kurz abgemeldet. Ich stecke ihn nochmal neu an. Jetzt geht's wieder. Ich nehme an, das ist es. Vielleicht ist es dieses Buch. Wie wäre es, wenn du es mitnimmst? Das würde am besten funktionieren, danke. Haha, du kannst jederzeit vorbeikommen. Möge König Longs Schutz mit dir sein. Dieses Buch. Das ist es. Unter uns lebt mutiertes Seevolk und als König kann ich einfach nicht zusehen und muss etwas unternehmen. Band 2. Toll, dass du es gefunden hast. Super, ich werde es abends lesen, während ich etwas Seekreiswein trinke. Gern geschehen. Es ist nicht wirklich ein Geschenk, aber bitte nimm das. Ist es ein Samen? Was ist das? Es ist ein sehr geschmacksintensiver Seegrassamen, der in unserem Dorf angebaut wird. Oh, es könnte ein bisschen schwierig sein, den auf der Farm anzubauen. Menschliche Einrichtung. Naja, so ist es beim Dorffarmer Gumo. Wenn du Glück hast, kann Gumo dir vielleicht beim Anbau von Seegras helfen. Ich kann's gucken. Ich glaube, der war ganz rechts. Ach, mit dem Beluga-Fahren ist einfach schön. So schön beruhigend, angenehm. Ich möchte einfach Spaß. Ich bin am Farmer schon vorbei. Fragst du mich, ob ich Seegras ernten kann? Oh komm, man kann es auf der Seegras-Farm hinter mir ernten. Aber ich will es nicht für einen Menschen tun. Was für ein unfreundlicher Seevolk-Anhöriger. Soll ich einfach gehen? Nein, Seegras direkt von hier wäre besser zum Kochen. Ich werde mein Bestes geben müssen, um ihn zu überzeugen. Ist ein Samen, den Katzin mir gegeben hat. Kannst du mir bitte helfen? Katzin hat ihn einem Menschen gegeben? Das ist seltsam. Ich bin mir nicht sicher, was ein Mensch mit dem Seegras machen kann. Ich werde darüber nachdenken, wenn du etwas zubereiten kannst, was außergewöhnlich ist. Nimm mir ein Gericht aus Seegras.
Hm, sieht aus, als würde ich bald schon bitten müssen. Okay. Dann mal auf in diese Gletscherebene da. Schmeiß mal die Zackenbarsche weg. Und die Makrelen. Die Tigermoine, die ist glaube ich auch nichts wert. Die Zwergseepferdchen war nichts wert, also habe ich sie jetzt weggeschmissen. Die Gletscherpassage entdeckt. Hm, wie Suwam sagte, der Weg ist versperrt. Solche Gegner heilen andere Wege suchen. Was ist das eigentlich für ein riesiges Wandbild da hinten? Das sagt vielleicht etwas über das Seevolk aus. Ich sollte ein Foto davon machen und es Dr. Bacon zeigen. So, wir haben ein wunderschönes Foto für Dr. Bacon. Ich sollte euch vielleicht zusammentreiben. Ach komm. Ich will euch doch nur einmal zusammenfangen. Ihr seid bestimmt was wert. Hab dich. Im faulen Kalmar. Weiß, ich könnte die Munition auch besser verwerten. Aber ich will ein bisschen auch was von hier mitnehmen. Wetten, da sind wieder diese komischen Godons oder wie die hießen? Wow, diese Vorrichtungen sind überwältigend. Videospielen bewirten die Spieler dieses und jenes, um herauszufinden, wie man es bedienen soll. Ich es versuchen. Einfach mal durch die vierte Wand gebrochen. Ah. Knopf drücken, dann gehen die einen hoch und die anderen runter. Bestimmt irgendeine Kombination, wo man alle unten hat. Hab ich da nicht gerade was schwimmen sehen? Ja, Gardons hießen die. Oh, dieser Ort ist ebenfalls voller Gardons. Ich sollte mich hinter der Steinstatue verstecken, um an ihm vorbeizukommen. Ich habe eine goldene Fischstatue gefunden. Du siehst mich nicht. Und du bist taub. Bitte. Könntest du in die andere Richtung, bitte?
Noch ein Wandbild. Ist mein alter Tintenfischfond? Hier ist auch ein riesiges Wandbild. Sollte auch ein Foto davon machen. Ich hab ein bisschen zu schnell weggedrückt, aber dich fange ich. Ein Vampir-Kalmar war das. Warum muss ich Knöpfe drücken? Ich zoome einfach mal so weit raus wie möglich. Wie kriege ich alle auf einmal drauf? Auf jeden Fall so weit wie möglich rauszoomen. Passt. Dr. Bacon wird sich freuen. Der werden ihnen glatt seine Bacon rausspringen aus den Augen. Ja, Leute, ich weiß. Das war ein sehr guter Witz. Ich kriege hier, glaube ich, einfach nur die Munition, damit ich mir die hier in gut mitnehmen kann. Also nehme ich sie in gut mit. Wow, gut gezielt. Wenn ich hier schon die Munition hinterhergeworfen bekomme. Oh, das sieht lustig aus. Auch hier gibt es merkwürdige Vorrichtungen. Ich kann es herausfinden, wenn ich ein bisschen herumtüffle. Genau so denke ich auch immer. Da ist ein Fiesling. Oh, als ich die Frucht des göttlichen Baumes traf, kam ein starkes Licht aus hier heraus. Die ganzen uns hassen Licht. Vielleicht kann ich diese Frucht benutzen, um den Weg frei zu machen. Ich sollte abhauen, bevor es sich erholt. Das wird bestimmt noch wichtig. Schon wieder so ein goldenes Ding. Ich habe gehört, ich bleib mal ganz kurz hier unten. Es ist blind. Gut. Lass mich bitte die Luft mitnehmen. Das scheint der richtige Durchgang zu sein, aber die Tür ist zugefroren. Das Eis ist nicht so dick. Vielleicht kann ich eine Frucht des göttlichen Baums verwenden, um sie zu schmelzen. Okay, ich will trotzdem das Licht mitnehmen. Das Licht, die Luft. Muss mal meine Luft upgraden. Ich nehme die mit. Also wenn die Tür auf dieser Seite offen bleibt, könnte ich direkt nach unten schwimmen. Es muss etwas geben, das die Tür hier öffnet. Was ist, wenn ich an diesem Seilrollending ziehe? Aua! Der invitiert meine Steuerung, der Tintenfisch.
Ab in mein Netz. Die schwimmen komisch. Okay, ich habe da aufgemacht. Das ist doch schon mal gut. Hurra, jetzt kann ich direkt vom Eingang aus nach unten gehen. Und dann geht's auf der nächsten Ebene. Oh, wieder was. Die ist zugefroren und lässt sich nicht öffnen. Wo sind wir finden, wo man dich jetzt schmelzen kann? Zuerst will ich mir von hier oben Munition holen. Soll es hier nicht auch ein paar Seepferdchen geben? So, rein in mein Netz. Ich schmeiß mal die normalen Sepias weg. Ich will die Fische, die ich hier finde, auf jeden Fall alle mitnehmen. Ich muss wahrscheinlich irgendwas auf der Seite tun, um da das zu schmelzen. Okay, hier wird es ein bisschen komplizierter. Hier sind ähnliche Vorrichtungen. Ich glaube, ich sollte es genau wie beim letzten Mal. Ochse hier. Okay. Da ist Luft. Zumindest denkt das Spiel daran, dass ich Luft brauche. Da ist ein Gardon. Da ist wieder eine goldene Statue. Die sind wahrscheinlich irre viel wert. Ich will sie allein deswegen schon mitnehmen. Ich muss die Kugel von da unten ausholen. Die bei dem Gardon sitzt. Kann ich auch ununterbrochen draufhauen? Nimm das! Irgendwo hier muss noch was liegen, wo man dich da schmelzen kann. Oh. Okay, ich sehe warum und wofür. Es werde Licht, du Penner! Dann will ich das gleich offenbar drehen. Ah, und jetzt will ich das einmal komplett zurückbringen. Ich lass das schon mal fallen. Damit ich zum einen das da oben schmelzen kann und zum anderen, damit ich die Teile drehen kann. Lass das mal von ein bisschen weiter oben droppen.
Perfekt. Dann konnte das nämlich nicht darunter fallen. Schmelz einmal kurz das hier. Da ist so eine riesige Eiswand. Ich habe irgendwie ein mieses Gefühl. So, und damit schmelze ich jetzt da oben, um an die Statue zu kommen. Dann nehme ich das Ding einfach mit. Ich gehe die Wette ein. Dieses Ding ist wahrscheinlich irre viel wert. Also ich meine jetzt nicht die Kugel, die ich in der Hand halte, sondern diese Goldfischstatuen. Die kann ich wahrscheinlich irre gut verkaufen. Was ist diese Forschung da vorne? Sieht so aus, als könnte es etwas halten. Soll ich eine Frucht des göttlichen Baumes bringen? Da kommt doch 100 pro was rausgeschossen, sobald ich das einmal geschmolzen habe. Also dieses Eis da im Hintergrund. Gewicht. Den Drescher behalte ich. Schmeiß einen von den Tigerhainen tatsächlich weg. Da ist nochmal ein neues Vieh. Dumbo-Oktopus. Weil der so große Ohren hat. So, einmal kurz hier ablegen. Okay, nur ein Wandbild. Puh. Ein schönes Wandbild. Oh, die Wand wurde durch das Licht der Frucht des göttlichen Baums geschmolzen. Ich sehe das Wandbild jetzt. Der Laser wurde abgefeuert. Hallo, ich wollte da hinten noch weiter sammeln. Oh, das Licht des göttlichen Baums scheint auf den Spiegel. Vielleicht kann ich das Eis schmelzen, wenn ich den Weg des Spiegels leicht verändere. Und wenn ich den Stein da drüben raushole? Ich habe im Moment kein Werkzeug, das ich benutzen könnte. Ich sollte zum Boot zurückkehren und Cobra fragen. Okay, ich hatte auch keine Auswahlmöglichkeit. Dann hätte ich den Hai ja doch im okay, ich darf doch noch was machen. Dann sammle ich mir jetzt noch da hinten was, wenn ich darf. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier tun soll. Ich muss Cobra fragen. Ich darf da nicht lang. Sehe ich da was? Nee. Also hier kann ich gerade derzeitig nicht weiterarbeiten. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo das Schild war. Es war, glaube ich, bei dem Friedhof oben. Aber wenn da irgendein Vieh ist, dann hätte ich schon gern irgendeine Waffe gegen den. Weil nur mit einer Netzkanone bewaffnet werde ich nicht viel da reißen können. Stimmt ja, hier ist unser Freund. Ist das nicht der Sega-Sammler? Sushi und sein Haustier, die Lederschildkröte? Lederrückenschildkröte? Wie war der Name noch gleich? Richtig, Donnerbeugename. Riesige Lederrückenschildkröte der Tiefsee. Was für ein grandioser Anblick. Ich muss ein Erinnerungsfoto machen. Ah, Sushi vom Seewolken sollte nicht im Bild sein. Ich muss ihn aus dem Bild kriegen. Oh,
Mit Fütterungszeit, okay, warte, ich... Ich mach extra nah angezoomt. Naja, Fütterungszeit habe ich nicht hinbekommen. Aber das ist eine schöne Schildkröte. Das ist Schild. Das muss der Wegweiser zum Unterwassersee sein, von dem das Seefahrtkind gesprochen hat. Mach es anscheinend noch nicht zurück. Ich folge mal dem Zeichen. Ja, aber ich will, wie gesagt, vorher erstmal eine Waffe finden. Und wenn es nur so ein Unterwassergewehr ist, Hauptsache ich habe was, womit ich schießen kann. Ja, lass ich mal stehen. Oh, die Seeschlangenpeitsche. Nehme ich mal anstatt dem anderen Ding. Ich nehme mir nochmal die Spitzhacke, da oben ist nochmal ein bisschen Amethysterz. Ja, da drin wahrscheinlich. Ist das die Tür zum Unterwassersee? Zerbröckelten Felsen versperren im Licht. Das sieht danach aus, als bräuchte ich eine Spitzhacke. Zum Glück habe ich eine, versuchen wir es damit. Okay, ich bin auch gezwungen, die Spitzhacke zu nutzen. Erstmal gucken. Ich muss den da erstmal entfernen, bevor ich überhaupt daran denke, an die Kiste zu gehen. Geh weg. Ich muss gerade warten, dass das eine Fieder verschwindet. Ich will doch nur eine Waffe zum Schießen. Was ist denn das für ein Ding? Wow, das ist ein riesen Riebenfisch. Wenn ich ein Foto mit dem blauen Plankton daneben aufnehme, wird das bestimmt ein hübsches Bild. Ich finde heute echt viele Fotogelegenheiten. Das blaue Plankton war das, was gerade weg ist, ne? Kommt das Zeug nochmal wieder? Perfekt. Aber immer noch keine Knarre. Da ist eine Waffenkiste. Bitte seine Knarre zum Schießen. Ist sogar ein Unterwasser-3-Gewehr, nehme ich. Ach, und jetzt kann ich Waffe wechseln? Super, jetzt sind alle Steine weg. Jetzt sieht aus, als wäre die Tür durch das Erdbeben gestürzt. Ich sollte reingehen und Maro suchen. Warte, dann wechsle ich aber noch vorher auf die Peitsche, wenn ich darf. Peitsche ist wesentlich besser als die Spitzhacke. Zu neuer Region. Hoffentlich bringt uns das nicht um. Okay. Sehe ich noch nichts. Kind, bist du hier irgendwo? Wow, das muss der Unterwassersee sein.
Ein See unter dem Meer zu sehen, das macht ganz schön was her. Vielleicht sollte ich ein Foto schießen. Das glaubt mir ja sonst keiner, ne? Wetten, da platzt irgendwer rein in das Foto. Foto ohne Nebel. Erstmal eine halbe Ewigkeit warten, bis der Nebel jetzt weg ist. Aufs Foto. Was war das für ein Geräusch? Das Vieh, was ich gerade angesprochen habe. Den eventuellen Boss feigt. Ich gehe eigentlich sogar in der hundertprozentigen Annahme, dass hier jetzt gleich ein Boss auf mich wartet. Oh, ein Koboldhai. Oh Mensch, du bist gekommen, um mich zu retten. Ich bin hier, um dich zu retten. Aber was ist das für ein Monster? Ich war nur hier, um mir den See anzuschauen. Und dann? Genau, greif mich an. Du willst mich. Nee, ja, wirklich ein Koboldhai. Die heißen so, weil sie wie ihr Kobold aussehen vom Gesicht, wegen der langen Nase. Und den Zähnen. Den Hai kenne ich. Oh, das ist ein Problem. Sieht aus, als müsste ich mich darum kümmern. Okay, der kämpft aber wie jeder andere Hai. Bist du schon tot? Nee. Das wäre ja zu einfach, ne? Ich muss Munition einsammeln, ich muss Luft einsammeln. Der hat mir mit der Schwanzflosse noch einen gegeben. Ach, bei Bosskämpfen darf ich neu starten? Das ist nett. Warte, ich sprint mal direkt durch und mach die Kiste auf. Ja, den extra Schaden nehme ich mal. Oh, das war guter Schaden. Er ist tot! Das ist gekauft. Und das ist gekauft. Irgendwas leuchtet da rechts vor mir. Da waren die ganze Zeit eine Munitionskiste versteckt. Fettes Fleisch eines Kobolds. Ah, ist ein Knochen eines Koboldshai. Der hat ja fast gar nichts gewogen. Kann ich ja noch was Kleines gleich wegwerfen und versuchen, den einen Hai da noch zu holen. Oh, mit Ach und Krach besiegt. Danke, Mensch. Warum hältst du dich an so einem gefährlichen Ort auf? Naja, ich wollte mir den Unterwassersee angucken.
Na, schau sich mal einer dieses Mädchen an. Wie auch immer, lass uns zurück ins Dorf gehen. Bin ich jetzt instant dort? Ja, wir sind direkt beim Dorf. Maro, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Es tut mir leid, ich wollte schon so lange gehen. Wie war ich? Wie war es? War es schön? Gab es da wirklich einen See im Wasser? Ich habe ein Foto gemacht, möchtest du es sehen? Wow, das ist unglaublich! Wow! Ich weiß, dass du enttäuscht bist, aber gib dich mit dem Foto zufrieden. Es gab dort gefährliche Monster. Okay. Jedenfalls danke, dass du mich gerettet hast. Ich werde das Dorf jetzt nicht mehr verlassen. Das hoffe ich auch für dich. Es ist ja schon wieder was auf diesem schwarzen Brett. Das stimmt, ich kann ja jetzt so Pale jetzt abgeben. Ich wollte, aber ich glaube, ich habe gerade eigentlich mehr als genug Geld, oder? Komm, hier nimm. Wir haben 125 von 125 Kilo. Ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Und riskieren jetzt ab dem Punkt doch nichts mehr. Wir können uns auf jeden Fall für Bosskämpfe merken. Ich kann den unendlich oft versuchen. Oder zumindest darf ich neu starten. Ich weiß nicht, ob ich wirklich unendlich oft das machen darf. Wir testen es besser gar nicht. Du willst also den Stein herausholen, der in der Spalte steckt? Dann solltest du eine Brechstange benutzen. Oh, hast du eine? Naja, die Sache ist, ich habe eine bestellt, aber das Frachtschiff, auf dem sie sich befand, ist gesunken. Vielleicht ist sie auf dem Meeresboden zu finden, wo das Frachtschiff gesunken ist. Ah, wo der Riesenkalmar war. Das wird ein Kinderspiel, da der Kalmar weg ist. Gut, worauf wartest du da noch? Ich hatte eine rote Brechstange bestellt. Alter, so viel mitgenommen. €159 ist das Fleisch von dem Wert. Von dem Gespensterfisch 70 und von dem Faulenkammer 75. Dieser Dumbo-Oktopus ist 80 wert. Aber der Koboldhai ist einmalig, nehme ich an. Oh, da hast du ein Foto von etwas mitgebracht. Kann ich mal sehen? Wow, eine Lederrückenschildkröte! Wusstest du, dass ihr Rücken wirklich aus Leder besteht? Deshalb kann sie ihren Kopf nicht in ihrem Panzer zurückziehen. Traurig irgendwie. Ich werde dein Foto an prominente Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. Das ist ein Riesenriemenfisch! In der Antike galt er als Gottheit. Er ist wirklich groß, fantastisch! Ich werde dein Foto an prominente Stelle platzieren. Nochmal 50. Es gibt ihm eher Fotopunkte, also werde ich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. Nun lass uns wirklich Thunfisch jagen, ja? Nimm das. Das ist eine Stahlfasernetz-Sensorfalle. Selbst der schnellste und größte Thunfisch kann dieser Falle nicht entkommen. Und für die heutige Jagd habe ich eine Geheimwaffe. Die Unterwasserdrohne. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um die zu ersetzen, die du letztes Mal kaputt gemacht hast. Die sind ziemlich teuer, das weißt du. Oh, das war nicht meine Schuld. Sie ging kaputt, genau als ich sie angemacht habe. Ich habe viel investiert für solche Momente. Das macht man als Geschäftsmann. Zeige dir, wie man sie benutzt. Folge einfach meinen Anweisungen. Tauch ins Wasser. Ich bin gezwungen, nochmal ins Wasser zu tauchen. Ich darf nicht mal raustappen. Also, rein da. Das sind die Thunfische. Boah, sind die schnell. Oh, ich sehe wieder Thunfisch. Der Fisch ist groß, aber schnell. Ich würde ihn gerne fangen. Sollte ich irgendein Werkzeug benutzen? Ah, damit kann ich dann die ganz Großen jetzt einsammeln. Oh, sie kann diesen großen Thunfisch ohne Probleme fangen. Ich bin beeindruckt. Sie ist ziemlich leistungsstark. Wenn du also mal einen großen Fisch fängst, verwende die Drohne. Du brauchst eine dieser Drohnen, um die Klasse deines Fangs zu erhalten. Verwundete Fische können keine hohe Klasse haben. Lern die Drohne fürs Erste. Ist das Basismodell, ohne jeglichen Optionen, weil sie zu teuer sind. Du kannst sie im iDriver upgraden. Lass uns vor der Thunfischparty so viele Zutaten wie sammeln wie möglich.
Große Fische, die du mit dem Netz gefangen hast, können mit Hilfe der Bewegungszone eingeholt werden. Du hast nur eine begrenzte Anzahl, aber sie kann im Eindiver aufgewertet werden. Aua! Ach, wahrscheinlich kann ich auch nur so Haie und so weiter fangen. Wenn ich jetzt den Tag, wenn ich jetzt nach oben gehe? Ich fange sich halt halber mal die ganzen Thunfische, die hier gerade rumschwirren, bevor ich nach da oben gehe. Alter, sind die schnell! Die tun mir halt auch weh, wenn sie mich nur berühren. Frag mich, wie viel Leben die haben. Wie gesagt, die halten auf jeden Fall einiges aus. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die jetzt schon getroffen habe. Ziehen aber auch immer genau in mich rein. Muss mal kurz Luft holen. Einen habe ich. Aua. Aua. Den nächsten habe ich. Aua. Okay, nur noch einer. Ich weiß doch, dass du kommst, du Mistkerl. Ich zerlege jetzt gerade hier wieder einen deiner Brüder. Ich hab sie alle. Stufe 2 ist auch in Ordnung. Hauptsache, ich nehme sie alle mit. Guck mal, dann nehme ich doch auch noch mal ein bisschen viel hier mit. Ich nehme jetzt noch mal die Netzkanone. Obwohl, scheiß drauf. Ich sehe gerade meine Luftanzeige und ich hatte keine andere Luft gesehen. Gehen wir nach oben, hoffen wir einfach, dass es nicht als mein zweiter Tauchgang zählt. Weil, wie gesagt, das wäre jetzt richtig fies. Wenn ich so gezwungenermaßen den abgeben musste. Das ist nicht dein Ernst, ey. Das war wirklich einfach mein zweiter Tauchgang. Der wurde erzwungen. Ist ja richtig gemein. Jetzt wieder das mit der stürmischen Nacht, ne? Oh, der Sturm wird stärker. Wegen der super seltenen Bosskarte, wie wäre es, wenn wir es noch einmal versuchen? Du wirst auf die Kreatur treffen, wenn du den Wirbel betrittst, der durch den Sturm entstanden ist. Lass dir die Gelegenheit nicht entgehen, Marienkörsammler. Ja, ich weiß ja, dass ich da mit der Ultraknarre rein will. Ich habe eh vor, richtig viel nächstes Mal bei Nacht zu machen. Die Liste dafür ist lang. Ich kann ja schon mal auf das Blitzscharfschützengewehr wechseln. Jetzt kann ich aber nicht nachgucken, was das Teil wert ist. Ich wollte eigentlich gucken, was sind diese goldenen Statuen wert. Das kann ich jetzt erst beim nächsten Mal gucken. Richtig fies. Gestreifter Welsen, Schafskopf. Wahrscheinlich neue Fischarten, die jetzt hier erscheinen können. Alter, dauert das viel, kostet das viel, so eine Bergungsdrohne zu verbessern. Seegrasgericht, das ich eh erst am nächsten Morgen abgeben kann. Den Strudel finden. Kopasbechstange, ich glaube, die ist sogar tief genug, dass ich sie holen kann. Also weit oben genug.
Ach guck mal, die Foto-Dinger, die zählen auch da für das Marinka-Ding. Da fehlt jetzt nur noch der eine Hai, den ich jetzt nicht mitgenommen hatte, und irgendein kleiner Fisch an der Stelle. In der Gletscherpassage gibt es auch nicht so viele Fische, wie es scheint. Das Ding sieht gruselig aus. Im Gletscherbereich werden wir aber noch zwei von diesen Detpferdchen finden. Der Drescherhai war hier neu. Die Thunfische nicht? Doch, da, Thunfisch. Blaupfosten-Thunfisch. Und jetzt wissen wir, wie man die einsammelt. Wahrscheinlich brauche ich die auch nicht unbedingt in diese Netzfalle. Es reicht wahrscheinlich auch aus, einmal die Drohne und das Vieh schlafen legen. Kann ich die Betäubungskanone zufällig verbessern? Ja, ich kann die einmal verbessern. Dann könnte ich die nämlich beim nächsten Mal ruhig mitnehmen. Dann würde ich die mitnehmen statt dem Gewehr. Kann ich direkt ausrüsten. Guck mal, für die nächste haben wir auch direkt das Material. Gut, dass ich diese Schlangensterne immer eingesammelt habe. Dann sind die nach 5 Sekunden betäubt. Und mein Magazin kriegt 2 Kugeln mehr. Was war jetzt die neue Musik, die ich noch dazu bekommen habe? In die Gletscherpassage. Und der Unterwassersee. Na gut, Leute. An der Stelle würde ich dann jetzt aber wirklich sagen, das war's es dann jetzt für heute. Es ging jetzt lang genug. Ich finde es immer noch gemein, dass ich... Guter Zeitpunkt für den Raid, Celastos. Ich wollte jetzt Ausschluss machen, aber trotzdem danke für den Raid. Nebenbei, Celastos, schick mir noch mal bei Discord eine Freundschaftsanfrage. Ich hatte dich mit jemand anderes verwechselt. Ich wollte jetzt, wie gesagt, Schluss machen. Für YouTube, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen für Twitch und Follow. Da kam noch ein guter Raid zum Ende rein. Schaut an, Celastos geht raus. Und dann... hier von YouTube verabschiede ich mich erst, weil ich das später noch hochlade. Euch noch einen schönen Tag.